Neben dem neuen Team der Woche, was ehrlich gesagt nicht ganz so nice aussieht, kam heute auch eine neue Upgrade-SBC raus. Und zwar eine komplett neue, die gab es nämlich dieses Jahr noch gar nicht. Nämlich ein 83 Plus x 10 Upgrade-Pack. Schauen wir mal rein. Die SBC läuft erstmal noch 2 Tage, also gar nicht mehr lang, und so wie wir es verstehen, kann man die SBC insgesamt 3-mal abschließen. Abgeben musst du hier ein 84er Team und dabei 3 85er Karten und ein Inform. Der Preis schwankt hier so ein bisschen, liegt aber ca. bei 55.000, wenn du jetzt alle Karten dafür kaufen würdest. Aber was bekommst du hier? Du bekommst ein Pack mit 10 Karten, die mindestens ein 83er Rating haben. Das klingt ehrlich gesagt gar nicht mal so geil. Wir haben uns bei den Winter Wildcard Tokens 3-mal das 83 Plus mal 25 Pack geholt, also das gleiche, nur mit mehr Karten, und die haben uns ehrlich gesagt nicht so gut gefallen, weil man hier sau viele 83er zieht. Die 83er kosten halt gerade theoretisch echt nicht so viel, nur vielleicht so 1000, also gar nicht mal so viel über Abschlusspreis. Und wie man EA kennt, werden in diesem Pack bestimmt 5 83er mit drin sein, wenn nicht sogar mehr. Selbst wenn du 2 87er ziehst, würde sich das Ganze wahrscheinlich preislich nicht mal unbedingt lohnen. Wir finden hier einfach dieses 83er Rating Quatsch, weil 83er nun einfach mal quasi nichts kosten und nicht so viel bringen. Auf Footbin tendiert die Community mal wieder recht eindeutig zu machen, was wir auch hier ehrlich gesagt wieder nicht verstehen können. Wir finden diese Upgrade-SBC echt nicht so nice und haben sie daher auch nicht abgeschlossen. Jetzt kannst du uns aber gerne in die Kommentare schreiben, wen du gezogen hast, falls du das Pack gemacht hast. So kann man sich vielleicht auch nochmal ein besseres Bild machen. Vielleicht irren wir uns ja auch total und die SBC ist mega überragend. Also lass uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns jetzt noch über ein Like und ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Video.